Waldes? Wo bis heute keiner weiß, wer den eigentlich gesprochen hat. Ich guck mal. Oft da. Hier steht's auch. Fragezeichen. Es weiß keiner. Da streiten sich die Gelehrten drüber, wer oft da gesprochen haben könnte. Aber es wurde nie belegt. Und ich meine, und beziehungsweise es wurde wohl auch Heike Diene gefragt, die kann es auch nicht mehr sagen. Und der hatte eine unheimlich gute Stimme. Aber der Falls war doch, ihr es wisst, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ja. Ganz genau, Freunde. Oder falls du es gesprochen hast, falls du zuguckst, schreib es rein. Wenn du die Videos guckst mit 120, ja. Ja, moin Leute, willkommen zu der lang ersehnten Hörspielfolge zu Masters of the Universe. Ihr seht, ich habe fachliche Extraklasse hier wieder auf der Couch sitzen. Kampfmaschine am Start. Kampfmaschine ist da, sehr, sehr geil. Ja, wir machen das Hörspielvideo, endlich. Endlich. Von euch gefordert, auf der Los Amigos wurde ich auch mehrfach darauf angesprochen, du mach doch mal endlich, macht endlich euer Video. Und wir haben uns gedacht, machen wir eine Jetzt Top 5 Liste. Jedes Mal, Peter sagt mir vorher Bescheid, heute machen wir Hörspiel, jawohl. Dann irgendwie kommt es komplett anders. Achso, dann kommt wieder vorbei, 5000 Neuzugänge dabei. Und was machen wir? 2 Stunden Neuzugänge. Das ist auch sehr abwechslungsreich auf unserem Kanal, wenn ihr seht. Flohmarkt, Neuzugänge, Flohmarkt, Neuzugänge. Neuzugänge, Flohmarkt und dann die Neuzugänge. Und zwischendurch mal 5-mal Flohmarkt, ja. Sehr, sehr gut. Nee, es ist soweit. Wir haben uns ein wenig Hilfe hinzu, oder wir werden ein wenig Hilfe hinzuziehen. Dieses Buch hier, das Hörspielband von Die Welt der Meister. Sehr, sehr gute Sache. Und ich habe mir gedacht, zu jeder Folge werden wir ein bisschen was hier draus vorlesen. So ein paar Anekdoten bzw. Sprüche. Und das hilft uns eventuell dann auch auf die Sprünge, was so alles genau in den Folgen passiert ist. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe die Folgen bestimmt alle jeweils 30, 40 Mal gehört in meinem Leben. Aber so wenig? Ja. Tut mir leid, ich bin Noob. Nein, aber ich muss sagen, das verschmilzt alles zusammen. Auf jeden Fall. Das ist, und wir hatten gerade schon mal gefachsimpelt und durcheinander gekommen. Einfach weil... Ja. Da wirklich die Folgen explizit auseinanderhalten zu können, wird schwierig. Und gerade im gehobenen Alter, Freunde. Und jetzt schaffe ich der pro Folge so 5 Minuten oder länger, so. Dann penne ich eh ein. Ich höre die Abends immer vor dem Schlafen gehen und dann ist es vorbei. Deshalb, das Buch hier ganz interessant. Wir haben es auch ein bisschen eingegrenzt, Freunde, nämlich genau. Unsere Top 5. Ja. Was nicht so einfach war. Allerdings habe ich, wie Peter, auch 5 Folgen, würde ich mal einfach sagen, die ich oft höre, die ich immer wieder höre. Mhm. Klar, im Grunde genommen alle Folgen sind herrlich. Aber so, wenn etwas ein Ticken besonders ist, irgendwie das, was für ihn besonders ist, für mich so, es ist auch sehr erschreckend, wie wenig Übereinstimmung da ist, ja. Wie gesagt, für mich ist das eine große Hörspielserie, ja. Und gerade die letzten Folgen ist eine Folge, eine durchgehende. Ich finde sie alle genial. Und Masters ist neben 3 Fragezeichen einfach die Hörspielserie überhaupt. Stell dir mal vor, du machst quasi alle Folgen. Als eine, hast du quasi die gesamten Folgen ohne Pausenübergänge, dann hättest du eine Folge. Kannst du ja machen, als MP3, ich schneide die alle zusammen. Ja, richtig, das ist mal. So eine 40-Stunden-Folge. Sitzt du da, kannst sie auf jeden Fall nicht mehr vertun. Gut, ich würde sagen, der Gast fängt an. Deine, ja. Oder beziehungsweise dein Platz 5 bitte. Ja, also Platz 5 bedeutet innerhalb der Top 5 dann nochmal ein Ranking einfach. Genau. Mir, ne? Und das wäre die Folge Das ewige Feuer, die Folge 29. Schöne Folge. Da gucke ich, was das Maimarkt sagt. Skeletor wird hier zitiert. Oh, nur ein paar Bürger und Bauern, die mir allzu nahe gekommen sind. Unbedeutende Leute, uninteressant für euch. Jawohl, das ist eines. He-Man, lass sie frei, Skeletor. Aber das geht nicht. Nein, warum nicht? Aber versteh doch, ein paar Gefangene brauche ich schon der Abwechslung wegen. Sprachfehler ist da. Lass sie raus, sofort. Willst du mir denn jegliche Freude verderben? Was habe ich denn noch vom Leben, wenn ich nicht mal ein paar Gefangene haben darf? Wer will da seine kleinen Zoospielchen machen? Ich will ein Spielchen und dann sowas da im Keller. Aber alleine diese Dialoge, ne? Sowieso, absolut herrlich. Ja. Deswegen, man kann Skeletor eigentlich nicht wirklich so als Bösewicht sehen. Ich weiß, in der einen Folge, wo er krank war, im Bett seine Erkältung da auskurieren, ja, sowas. Skeletor lag krank im Bett. Ja, ganz genau. Der hat keinen Bock mehr gehabt, ne? Der ist auch manchmal fertig einfach. Ja, auf jeden Fall, Ewige Feuer, deswegen eine geile Folge. Der Plot gefällt mir sehr, sehr gut einfach.
Einfach weil He-Man und Skeletor zusammenarbeiten müssen. Wieder mal, das gab es ja zwischendurch mal. Und wie erfolgreich und wie schön die eigentlich zusammenpassen. Orko ist die ganze Zeit Skeletor am Dissen ein bisschen so. Der sorgt ein bisschen für Beef. Ansonsten einfach nur spannend, wie die zu Hordax Fright Zone vordringen müssen und gemeinsam halt irgendwie eine Lösung finden müssen. Und wo Grizzor seinen ersten richtig fetten Auftritt hat. Ja, richtig, hat, ne? Genau. Ja. Ich glaube, der kriegt so richtig eine mit, ne? Auf jeden Fall. Aber der muckt auch gut auf, ne? Ja, muss man so sagen. Wunderbar, wie jede Hörspielfolge von Europa, Atmosphäre hoch 10. Ich meine, wir Kassettenkinder, wir schnallen das sofort so, wenn man das heutzutage Kinder. Und vor allen Dingen, wie sie auch innerhalb der Serie sich verbessert haben und wirklich dann auch, nachdem die immer mehr Informationen vom Mattel zugespielt gekriegt haben, wie dann auch später Soa dazu kam, die Zauberin. Das war so, wie der H.G. Francis das auch, die Informationen, die von ihm auch, er hat ja auch nochmal ein Interview auf YouTube, kannst du das auch nochmal einsehen, da redet er auch über Masters, dass er auch wirklich, ich glaube, hier müsste es auch in dem Buch drinstehen. Übrigens, wir verlinken euch das, Malmark, das Masters Magazin, wo ihr das Buch bestellen könnt. Unbedingt reinschauen, Freunde, super geiles Ding. Was ich sagen wollte, der H.G. Francis hatte einfach kaum Story. Der hatte die Figuren gehabt. Genau. Und das war's. Der hat sich quasi selber dann mal draus gebastelt. Genau, und nach und nach kamen dann halt die Hintergrundgeschichten. Ich glaube, auch die Serie kam dann irgendwie dazwischen. Ja. Und dann haben die sich halt damit befasst, immer mehr. Und dann haben sie halt das Grundgerüst während der Serie immer wieder neu aufgebaut oder dazu gebaut. Und wirklich genial. Ja. Na, auch wie Europa sich da Mühe gegeben hat, wirklich den Franchise gerecht zu werden. Und so wie ich das auch weiß, hat die Heike Dine Körting da auch freie Hand gehabt. Ja, richtig. Ne? Also ja, die haben, nicht viel gehabt. Ein paar Figuren und das war's. Ja. Genau. Freunde, wir werden euch jetzt einen kleinen Einspieler der Folge übrigens zeigen. Und zwar jetzt. Viel Spaß. Hört euch das an. Was sind das für Gefangene? Oh, nur ein paar Bürger und Bauern, die mir allzu nahe gekommen sind. Unbedeutende Leute, uninteressant für euch. Lass sie frei. Aber das geht nicht. Nein? Warum nicht? Aber versteht doch, ein paar Gefangene brauche ich. Schon der Abwechslung wegen. Lass sie raus. Sofort. Willst du mir denn jegliche Freude verderben? Was habe ich denn noch vom Leben, wenn ich nicht mal ein paar Gefangene haben darf? Ja. Lasst uns raus. Da habt ihr es nochmal gehört, was ich euch hier so super toll vorgelesen habe, Freunde. Sehr gut. So werden wir es jetzt übrigens die ganze Zeit machen. Nochmal ein paar Stellen aus den Hörspielen. Genau. Nicht zu lang, des Copyrights wegen. Man weiß ja nie. Gut, ich fange an. Mein Platz 5 der Masters of the Universe Hörspielserie von Europa ist Höhle des Schreckens. Ne? Dann gucken wir. Skeletor nicht dabei war. Also obwohl Skeletor nicht dabei war. Das war die einzige Peter Folge. Peter Pasetti, ganz genau. Wurde dann hier gesprochen von Franz Josef Steffens. Genau, die größte Stimme, ne? Ja. Hat auch wirklich sehr gut gemacht. Viele sind sogar Fan davon und haben gesagt, dass das besser gewesen wäre, der Auftritt wie von Peter Pasetti. Ich bin riesen Peter Pasetti-Fan. Ich kann das so nicht bestätigen. Er hat böser geklungen, glaubwürdiger, aber für mich war ja dieser Wahnsinn, den Peter Pasetti in die Stimme von Skeletor reingebracht hat. Eine richtig geniale Tiefe in der Stimme. Ja, und vor allen Dingen auch wirklich verrückt, wahnsinnig so. Und ich glaube, dieses Facettenreichtum hat eigentlich auch der Figur Skeletor unheimlich gut gestanden. Das erinnert mich auch ein bisschen, der Norbert Langer, der macht ja heute noch Hörspiele. Mhm. Und man kann bei YouTube sehen, wie er für Hörspielproduktion spricht. Mhm. Da ist er am Mikrofon direkt. Mhm. Und er ist ganz entspannt, wirklich tiefenentspannt. Also von der Situation her, als ob der gelangweilt da mit seinem Skript steht. Und einfach wie ein Profi haut er da einfach den Text raus und das mit so einer Tiefe, wie der mit den Emotionen spielt, ohne eine Miene zu verziehen. Ja. Also es ist wirklich wow. Ja, es ist schon wirklich eine Kunst. Ja. Und ich muss auch sagen, gerade Hörspiele, die haben mich in meiner Kindheit und meiner Jugend mehr geprägt und die sind mehr bei mir eingebrannt wie 99% der Filme. Ja, das ist auch eigentlich heute noch so. Also ja, Hörspiele geben mir wesentlich mehr. Ist auch heute noch so, dass ich sage, weil da kannst du deine Fantasie noch so ein bisschen mitspielen lassen. Und gerade die alten Hörspiele von den Sprechern her, unglaublich. Leider fast alles schon tot. Ich hab mir im Auto hier Diamantenschmuggel auf dem Weg zu dir noch weiter angehört. Wo die dann USA sind, da mit dem mit diesen fetten Typen da, der mit den Diamanten. Der Plot auch super gut von Höhle des Schreckens, wo Tila einfach, ja gut, so schrecklich ist ja die Höhle eigentlich nicht. Ne? Da sind ein paar kleine Fallen drin und ich fand da den Auftritt da hier oft da, der Magier oder der Weise des Waldes. Wo bis heute keiner weiß, wer den eigentlich gesprochen hat. Ich guck mal. Oft da, hier steht's auch, Fragezeichen. Es weiß keiner. Da streiten sich die Gelehrten drüber, wer oft da gesprochen haben könnte. Aber es wurde nie belegt. Und ich meine,
Und beziehungsweise es wurde wohl auch Heike Diene gefragt, die kann es auch nicht mehr sagen. Und der hatte eine unheimlich gute Stimme. Aber der Falls war doch, ihr es wisst, ja, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ja. Ganz genau, Freunde. Oder falls du es gesprochen hast, falls du schreib's zuguckst, rein, schreib's ja. rein. Wenn du die Videos guckst mit 120, ja. 120, oft da sitzt da. Ich weiß. Ja, also die haben ja die Stimme etwas schneller gemacht und dann etwas tiefer. Und ich der glaube, wenn man einfach ein bisschen technisch versiert. Ich konnte übrigens bei den Noch Horror- einmal ist es Aslan, die Kampfmaschine. Die Horror-Pop-Sounds übrigens ist zwar off-topic, da gibt es ja diese Szene, wo dieser Woody-Allen-Sprecher, der hatte diesen Werwolf gesprochen. Mhm. Und dann gibt es ja diese Szene bei Horror-Pop-Sounds, wo er sich da in diesen Wolf verwandelt. So, da haben die das. Also, übrigens, wenn man das dann schneller macht, schneller spricht, dann hörst du die normale Stimme, wo die Harold sind. Das hört sich an, als ob der da irgendwie einen Schlaganfall hat oder sowas. Ehrlich, so schlimm? Das hört sich furchtbar an. So, das haben die ja langsam gemacht. Und da hört man halt quasi die normale Stimme. Und das konnte ich halt bei meinem alten Radio, was ich übrigens versuche bei eBay momentan zu kriegen. Mein Kindheitsradio ist so groß wie der Tisch ungefähr. Und dann nur ein Kassettendeck. Ja. 95 Kilo. Also das war so wie der Tisch. Wurde auf Rollen Klasse. Ausgeliefert früher. Ja, und da war 1000 Funktionen dabei. Und da konntest du halt, wenn du ein Hörspiel reinmachst, wenn du leicht die Pause-Taste drückst, wer kennst du das auch noch, dann wird das schneller. So, und wenn man dann zum Beispiel da Folgen macht, wo irgendwelche Viecher gesprochen werden, die langsamer sind, dann hörst du die in normaler Tonlage. Das klingt total. Total ich hab's enträtselt. Ja, genau, richtig, ja. Und vielleicht kann man das so beim Ofter, dem Mächtigen des Waldes, ja, vielleicht kann man das bei ihm auch so rausfinden, um das Geheimnis zu lüften. Ja, das könnte sein. Ja. Leute, ich lese dir gerade eine Anekdote von Orko. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Eine Fliege süß und klein, husch in Bettels Nase hinein. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Eine Fliege süß und klein, husch in Bettels Nase hinein. Eine Hornisse. Oh, Orko, dafür zerreiße ich dich. Nein, nein, bitte gib mich doch. Es war ein Versehen. Und sie hat dich auch nicht gestochen. Oh, das wäre ja auch noch schöner. Verzeih mir, lieber Freund, verzeih mir. Ja, war auch geniale Folge einfach. Einfach sehr atmosphärisch. Man merkt ja, die ersten Folgen, da ist das halt noch nicht alles so ausgebaut und alles. Und Skeletor, der Hexenmeister des Bösen, gibt keine Ruhe. Er will die Macht über den Planeten Eternia. Er entführt Teela in die Höhle des Schreckens und wartet dort, bis He-Man ihm in die Falle geht. Damit scheint der Kampf um die Macht entschieden zu sein. Auch geil, das sind nämlich die Klappentexte. Boah, und da weiß ich noch früher, da habe ich dann, ab wann bin ich eingestiegen? Ich glaube so ab Folge 20. Dann standst du auch mal im Laden, dann haben die ja eingeschweißt. Durchgelesen, ne? Dann mal durchgelesen. Dann hast du gedacht, aber welche Folge kann ich mir, weil ich glaube 7 oder 8 Mark haben die gekostet. Und dann halt überlegt, welche Folge kann man sich kaufen, wenn man nicht so viel Geld hat. Und es muss so spannend klingen wie sonst was. Genau, und manchmal gab es reduzierte bei uns für 4,99 Mark. Ja. Boah, dann musstest du noch Oma und Opa ein bisschen anbieten, dann konntest du 2 haben, weißt du? Ja, ja. Da krieg ich 2 für 10 anstatt 1 für 8. Und komm, dann nehmen beide. Und war richtig geil. Ich hatte aber auch dann mal welche doppelt mitgenommen. Aus Gier. Ja, ich weiß, wo die am Ende reduziert worden sind. Und diesen großen Europa-Kassettenständer, den kenne ich auch noch mit den ganzen Motiven. Ne? Da müsste man heute mal haben. Ne? Richtig. Sammler, die sowas haben, bestimmt. Auf jeden Fall. Ja, deine Folge 4. Okay, jetzt können wir die eine ja streichen. Das wäre die Folge 30, das Zepter der unendlichen Macht. Okay, wir gucken mal. Was sagt der Klappentext? Das Zepter der unendlichen Macht. Skeletor, der Herr des Bösen, hat das Zepter der Macht erlangt. Endlich ist es ihm gelungen, König von Eternia zu werden. Er genießt es und lässt sich feiern. Doch dann geschieht etwas Schreckliches. Eine todbringende Sonne rast mit ungeheurer Geschwindigkeit heran. Eternia ist dem Untergang geweiht. Selbst He-Man sieht keinen Ausweg mehr. Er legt das Zauberschwert aus der Hand. Ja, He-Man hat keinen Plan mehr. Skeletor aber ist halt quasi ja auf Minijob-Basis der König da nur, weil nur ein paar Tage, ja. Anders geht's nicht, weil dann kommt die Sonne. Haben die halt ein viel größeres Problem. Pech, ne? So ist das nun mal. Ne? Also es ist, er will immer halt die unmöglichen Sachen haben.
Auch der Anfang der Folge richtig geil, wo er so diese Scheibe da zeigt und zeigt die Hordak und hat halt Beef mit Merman gehabt und das war halt zur Versöhnung. Merman hatte, glaube ich, Müll irgendwo gefunden oder sowas und hat die gesäubert. Und da sind halt dieser Bauplan da drin. Nicht auf dem Grund des Meers gefunden, egal, Müll ist auch gut. Also Müllkippe, Grund des Meers. Ja. Auf jeden Fall hat er diese Scheibe gesäubert, Skeletor gegeben und Skeletor hat halt da so eine Landkarte entdeckt da drauf und damit konnte er dieses Zepter da holen. Und er ist sofort instant König. Keiner kann ihm was machen, nichts gegen ihn. Das Zauberschwert nicht, das nicht, dies nicht. Übrigens auch ein guter Cliffhanger zu Das Geheimnis der Mystic Mountains mit dem Ring. Ja, mit wo er auch instant sofort die Macht hat. Ja. Finde ich gut, stimmt. Und das gefällt mir einfach. Hordak muss mit Skeletor zusammen, mit He-Man zusammenarbeiten. Die müssen einen Plan, einen Schlachtplan schmieden, wie die diese Sonne, diesen riesengroßen Komet, Meteorit, je nachdem, aufhalten können. Mhm. Und versuchen halt alles einfach. Und das gefällt mir gut. Das ist wie bei Das ewige Feuer. Eine noch größere Gefahr rast auf die zu und das muss abgewendet werden. Und da müssen die sich sogar zusammentun. Ihr seht schon, Aslan steht so auf diese High-End-Dinger, so richtig Naturkatastrophe, Weltzerstörung, alles. Geil. O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand, schwarze Sonne, ach du Schreck, du und Skeletor, ihr seid weg. Warum so ein Stress? Das hat Orko direkt gelöst, das Problem. Ja. Fertig. Mein Gott. Folge vorbei. Gut. Ich war es. Ich habe uns alle gerettet mit einem Zauberspruch. Tatsächlich? Und was hast du gesagt? Ich habe ganz leise gesagt, O Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Schwarze Sonne, ach du Schreck, du und Skeletor, ihr seid weg. Und seht doch, seht, die Sonne ist weg, Skeletor ist weg und Hordak auch. Mein Zauber hat gewirkt, juhu, er hat gewirkt. Ich bin der größte Zauberer im Universum. Ich Orko, Fürst der schwarzen Sonne. Orko, du konntest so die Sonne wegzaubern? Ja, mich hat keiner gefragt. Ja. Sehr geil. Gut, kommen wir zur Folge 4 von mir. Und das wäre die Hörspielfolge 2, das Todestor. Ah. Und das ist auch die einzige Folge, die mein Sohn bis jetzt gehört hat. Und der war hellauf begeistert. Auch eine sehr gute Folge. Land der Riesen, ne? Genau. Wir hören kurz den Klappentext. Skeletor, der Herrscher der Unterwelt, greift an und er trifft den besten Freund von He-Man. Kein Wunder, dass dieser sofort eingreift, um den Freund zu retten, Man-at-Arms in dem Fall. Doch damit hat Skeletor gerechnet. Er hat eine Falle aufgebaut und diese schnappt zu. He-Man gerät in den Strom der Zeit. Er wird bis in die fernste Vergangenheit geschleudert, in eine Zeit, aus der es keine Rückkehr mehr gibt. Ganz genau. Das mit Todes- Goran, ne? Genau, der Vetter von He-Man. Goras, so, nicht Goran, Goras. So Goran ist Jugoslawe oder was? He-Man ist jugoslawischen Vetter. Das ist Goran He-Man. Voll Goras, genau, richtig. Goras, der Vetter von He-Man. Übrigens auch nie wieder aufgetaucht. Nee, der hat sich ja auch in die Hose geschissen, mehr oder weniger. Aber gefiel mir auch wirklich gut. Warum mochtest du diese Folge so sehr? Ja, einmal auch wegen Goras, weil er sich als Held dargestellt hat. Orko, Feuer und Flamme. Da hat er noch He-Man fertig gemacht da. Am Anfang in der Wüste der Zeit. Mit den kleinen Sandkätzchen, was er da erzählt weiß, hat. Ja. Bei uns sind die zehnmal so groß und keine Ahnung. Und dann kommt der Sturm, er haut direkt ab. Und wie sie dann das Tonband von ihm finden, da in dem... mit was ist er weggeflogen? Mit dem Windrider? Mit Wind Rider war es, glaube ich. Genau, so, und dann machen die doch da diese Videoaufnahme. Dann die Aufnahme, ja, genau. Ja, total geil. Wie zurück zu seiner Mama will. Ja, und dann halt im Land der Riesen. Ne? Vor allem, genau, der Ton, wo die vor diesem Tor stehen, da kommt so ein geiler Soundeffekt, wo wirklich, also man hat wirklich atmosphärisch wieder mega, man hat wirklich das Gefühl, auch diese Rabengeräusche und alles, dass die wirklich in einer einsamen Wüste sind, einfach wo nur alte Relikte sind. Und das war ja generell, fand ich bei Masters of the Universe so, das hat eine ganz andere Sphäre, war eine ganz, auch von der Musik her, was ganz Neues, wirklich orchestral, würde ich schon fast sagen, ne? Die Musik geil, die Effekte geil, klar, drei Fragezeichen und so, die gab es vorher, die waren gut, gar keine Frage, aber Masters war komplett anders. Ja. Und das hat dich wirklich so in seinen Bann gezogen und wie du sagst, durch diese ganzen Soundeffekte und so weiter, dass sich das nie wieder losgelassen hat, bis heute nicht. Ja, absolut. Super geil. Hör nur kurz, was Orko dazu sagt. O Orko aus dem Zauberland,
Reich mir deine Helfenhand. Herbei, herbei, in Goras Tasche erscheine ein Ei. Das war auch geil, ne? Das Ei, genau, ist richtig. Kaputt. Das Ei ist roh, ne? Genau. Wir spielen euch auch jetzt eine kleine Szene auch ein aus das Todestor. Viel Spaß. Was ist los? Die Maschine gehorcht mir nicht mehr. Und bei allen Göttern. Der Gleiter stürzt ab. Nein, nicht doch. Nein, hilft mir. Nein. Ich will nicht! Nicht in dieser Wüste! Bei allen Göttern von Eternia! Warum bin ich hierher gekommen? Warum bin ich nicht bei meiner Mama geblieben? Oh nein! Nein! Ja, kommen wir nun zu Aslans Platz Nummer 3. So, muss ich mal gucken. So, Zepter, wenn ich mache, kann ich streichen. Ihr seht, wir sind ja super vorbereitet. Ewige nichts Feuer in auch. Reihe gebracht. Oh, das wird schwierig. Ding, 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 ding. Ja, es ist die Folge 6, Doppelgänger. Okay. Warum? Wir hören kurz den Klappentext. Moment, ja. Bevor. Falsch. Das Folge 6. Das ist der Kaskeltos. Ich meinte Doppelgänger, das ist Folge 7. Ach so, Folge 7. Okay. Skeletor, der Herr des Bösen, ist jedes Mittel recht, um Castle Grayskull zu erobern. Er schafft einen Doppelgänger He-Mans, Bogger mit Faker. Ja. Tatsächlich gelingt es, diesen in Castle Grayskull einzudringen. Und so nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Absolut genial. Ach, das ist, diese Folge höre ich deswegen auch so gerne, die erinnert mich so ein bisschen an Frankenstein. Skeletor erschafft quasi einen Androiden. Und die Atmosphäre, auch diese tausend Soundgeräusche und alles und... Horst Naumann auch richtig engagiert ohne Ende, wie er da erzählt. Ja, hier, sein Rachedurst war übermächtig und jetzt hat er die mega geile Waffe, womit er ihn direkt wegwämst. Und dann, wo Faker dann erwacht, der Androide und alle sind am Staunen. Der muss kämpfen gegen und der, ja, der macht die alle drei, der erledigt die alle drei. Hier Beastman, Triklops, Traptioner, Beastman, Feige will nicht kämpfen. So, genau, die anderen macht er direkt platt. Die anderen, ne? Direkt platt. So. Und vor allem auch. Ja, wo das ist ein richtig guter, der einzig richtig gute Auftritt von Triklops, finde ich, wo seine Fähigkeiten richtig gut dargestellt werden, weil He-Man wird ja um den Doppelgänger, ich habe die glaube ich vor ein paar Tagen nochmal gehört, um den Doppelgänger einzuschleusen, muss He-Man gefangen genommen werden und He-Man halt auf Jagd, ne? Und wie das so ist, so ein bisschen fahrlässig, lässt das Zauberschwert da gar nicht mit. Das ist auch mal geil. Ja, absolut geil. Lass, ja, lass mal liegen. Skeletor, ach wo, der ist auf Weltreise. Egal. Der ist auf Weltreise. ja, und dann halt, wie Faker da eingeschleust wird. Triklops ist so der Mann im Ohr so bei ihm, der gibt ihm so die Befehle und alles. Und dann erledigt er einen nach dem anderen, die Wachen. Ram-Man, wie gesagt, den macht er platt. Und da spielen wir euch genau diese Szene ein, wo ihr richtig vorstellen könnt, wie Ram-Man erledigt wird. Aber Ram-Man, ja, der wird jetzt nicht getötet, der wird nur zusammengeschlagen. Wie auf brutalste Art und ja. Weise. Also Kinder, falls ihr zuguckt, jetzt mal kurz wegräumen bitte. Narr, glaubst du, mich gegen die Wand rammen zu können? Ich zertrümmere dir deinen Stahlschädel. So und so und so. Wer bist du? Deine Faust müsste längst zertrümmert sein. Ist sie aber nicht. Komm nur. Kommen wir zu meiner Folge Nummer 3 in meiner Top 5 Liste. Und zwar ist das die Folge 9, die Ebene der Ewigkeit. Wir hören mal, was der Klappentext sagt. Skeletor, der Herr der Unterwelt, greift Castle Grayskull erneut an. Dieses Mal schleust er einen Magier aus der Ebene der Ewigkeit ein. Sein Plan scheint zu gelingen. Während He-Man sich weiter und weiter von Castle Grayskull entfernt, geraten alle anderen in den Bann des Magiers Rehigam. Ja, auch tolle Folge, muss man wirklich so sagen. Der Plot, dass Rehigam da wirklich alle täuscht, das fand ich richtig gut. Auch wo er da sein Smartphone zückt, ja, und Skeletor mal eben Bescheid in den WhatsApp schickt. Skeletor. 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 Ja, und ihm halt Bescheid sagt. Ach, dann sagt er doch noch, was ist denn Magier? Du sollst mich nicht Magier nennen. Genau, richtig. Voll Piss direkt. So. Wenn du noch einmal Magier nennst, mach ich dich platt, du Penner.
Ja, Hammer auf jeden Fall. Und wie Skeletor das schafft. Also ich weiß nicht, aber erzähl du. Wie gesagt, ich höre die Folge auch richtig gerne, muss ich sagen. Und das generell, das ist für mich so halt der Regam auch, die Stimme, die ist auch richtig einprägsam. Ich weiß gar nicht, ich habe immer gedacht, dass das Hans Klarin wäre. Ich guck mal, ja, Hans Klarin, richtig. Freunde. Alias Michael Weigand. Aslan, was ist drauf? Ehrlich, ich habe gerade die Stimme von Regam im Kopf gehabt, ja. Und das ist Hans Klarin, unglaublich. Das der war ja auch eine wunderbare Stimme, hier nicht nur Pumuckl, sondern auch ein Hörspielsprecher war das auch. He-Man zu Orko, nur zu, mein schwebender Freund. Wenn Skeletor uns einen Magier geschickt hat, solltest du ihn erkennen. Regam zu Skeletor, nenne mich nicht Magier Skeletor, ich habe meinen Namen umgedreht. Jetzt bin ich Regam. Das war das, was ja, meine. Und Freunde, das spielen wir euch jetzt direkt ein. Skeletor, hörst du mich? Ich höre dich, Magier. Nenne mich nicht Magier Skeletor. Ich habe meinen Namen umgedreht. Jetzt bin ich Regam. Regam, verstehe. Was ist los? Kann uns jemand abhören? Nein, niemand kann uns hören. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich im königlichen Palast bin. Niemand hat Verdacht geschöpft. Ausgezeichnet, Magier. Regam, ausgezeichnet. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2 in der Top 5 Liste vom Aslan und das wäre die Folge. Sehr, sehr schwierig war das jetzt, wenn ich jetzt überlege, aber ich muss ja eine Entscheidung treffen. Ja. Es ist wirklich so knapp, Freunde, und ich nehme hier die, meine Top 2 ist der feurige Eisvogel, Folge 14. Sehr gut. Und zwar, was sagt der Klappentext? Die königliche Familie bricht mit ihren Freunden zu einer Seereise auf. Wow. Unheimlich geile Atmosphäre. Ja, absolut. Ja. Merman, der Herr der Meere, kann jetzt endlich seinen tückischen Plan verwirklichen. Blitzschnell ruft auch Skeletor seine Monster herbei und sie alle greifen die Yacht an. Die Giganten des Universums kämpfen um ihr Leben, aber Skeletor und Merman haben einen unheimlichen Verbündeten, den sagenhaften, nie bezwungenen Eisvogel. Der übrigens auch noch einen kleinen Auftritt hat in dem Fünfteiler. Genau, in der Folge Drextor. 33. Ne? Ja, Drextor, ja. Ja. Diese Folge ist einfach, die habe ich als Kind rauf und runter gehört, rauf und runter mit meinem Radio, was so groß ist wie Peters Tisch. mit Rollen runter, weil es 95 Kilo wiegt. Also das Teil war so groß, mich hat man, wenn ich damit ein Hörspiel gehört habe, mich hat man nicht mehr gesehen. Jetzt wisst ihr auch, warum der solche Arme hat, der trainiert nicht, das der früher mal das Radio sehr, sehr schwer. auf jeden Fall muss ich sagen, dass diese Folge atmosphärisch einfach wunderbar ist. Also man kann sich, wir Kassettenkinder, wir können uns einfach wunderbar vorstellen, wie die wirklich da so auf so einer riesigen Luxusjacht einfach das Meer bereisen und wo die da auch wunderbar alle am Essen sind und alles, wo Orko zaubert und mal sind die alle voll und dann können die gar nichts mehr essen. Ja. Da ist auch einer der wenigen Folgen, wenn nicht die einzige, wo König Vendor, der Daktari-Sprecher, ich weiß den Namen jetzt nicht, warte, aber der wir hat auch gucken, gesprochen. Dafür haben wir das Maimak. Ja. Und zwar haben wir King Randor, Friedrich Schönfelder. Ja, der hat auch Daktari gesprochen oder auch Walt Disney. Ja, das war so, ich. Genau. Ja, ja. Und ich glaube, das war die einzige Folge, wo er dabei ist. Ansonsten wüsste ich wirklich keine einzige Folge, wo der König gesprochen hat. Auch nicht bei hat. Den letzten, wo die gekidnappt wurden. Auch nicht, auch nicht. Da hat man Kerker gesperrt, da hat man über die gesprochen. Genau, aber richtig. Nicht, genau. Da ist auch die Königin Marlena auch dabei. Die, ja. Wer hat denn die überhaupt gesprochen? Marianne Kehlau. Ah, okay. Das war doch die Folge, ja klar, wo Skeletor ganz am Ende auf dieser Eisscholle steht. Ich weiß, wo die immer schwimmen kleiner kann, ne? Wird. Ja. Er kann nicht schwimmen, Alter. Ja. Ja, das ist wieder so typisch, so die wichtigen Sachen im Leben, die da wird keine Zeit drauf kaputt gemacht, nur auf die unwichtigen, ja. Toller Plot und tolle Folge, auch wirklich mega. Auch vom Cover her, ne? Absolut. Auch ja. Websters Auftritt dort, ne? So der erste Auftritt von Webster. Ja. Mega geil, wie er da am Mast oben klebt. Ne? Ja, genau, vor allem, wo Orko sich da in dem Spind da versteckt und man hört so dieses Axt auf Holzgeräusch, so, als ob der das ganze Ding kaputt schlägt, so, und Orko ist auch Kleinholz dabei. Das konnte man sich wunderbar vorstellen. Und diese Szene, Freunde, spielen wir euch jetzt mal eben ein, damit ihr genau wisst, wovon wir reden. So, und jetzt pass auf, mit dem nächsten Hieb treffe ich dich. Ich zähle bis drei, also... Eins, oh, oh, zwei. Du hast im Zauberland reich mir deine helfende Hand. Die Tür zu diesem Spind
sie öffne sich, geschwind. Du glaubst doch nicht, dass du dich in dem Schrank verstecken kannst. Du bist ein Narr, Orko. Ich zertrümmere die Tür und hol dich heraus. Ja, Leute, kommen wir zu meiner Folge 2 aus der Top 5 der Masters of the Universe Hörspiele. Und bei mir ist es Anti-Eternia, die Folge 11. Für mich von allen Masters Hörspielen die atmosphärisch krasseste, die als Kind gruseligste. Ich weiß noch, wo sich das Tor öffnet zur Anti-Eternia. Diese Geräusche. Die Musik, diese Geräusche, genau. Diese Geräusche und wie man sich vorstellt, wie da die unbeschreiblich krassesten Monster. So wie bei Herr der Ringe, so Riesentrolle, ja, genau. Und ich saß da wirklich so als Kind so. Ich auch, genau. So. Ey, ich dachte, alter Schwede, was passiert da jetzt? Die zaubern auch so Monster von unfassbarer Stärke. Wie darf man sich das vorstellen? Weiß ich nicht. So, das ist so Godzilla-mäßig oder was? Ja, und dann die Mucke dabei, da saß ich da wirklich und dachte, wow, jetzt geht's herbe ab da. Ja, die Zauberin ist doch wirklich so, Freunde, guckt, los, schaut her. Das war auf dem Bildschirm, ne? Genau. Wieder der Bildschirm, der Flatscreen hang schon in den 80ern da an der Wand. Nee, aber Riemann, diese Szene, wo sie ihnen das gezeigt hat und dann, wo Riemann noch immer voll der Kackstift geht, aber immer so, weißt du noch die Szene? Und Skeletor, der Wahnsinnige, will ihn holen? Ich muss ihn aufhalten, ja, sofort zu der. Da wird der Schurz erfunden in der Fellhose, Alter. Ja, mit dem Buchsenschiss. Die Erfindung des Buchsenschiss. Wir haben Geheimnis gelüftet, Mann. Das jahrzehntelange Geheimnis ist gelüftet. Die haben Anti-Eternia gesehen, das war's. Ey. Pupp, da war er drin, ey. Ah, sehr geil. Wir hören mal kurz den Klappentext. In seinem grenzenlosen Hass gegen He-Man greift Skeletor zu der gefährlichsten Waffe, die er gegen die Giganten des Universums einsetzen kann. Er öffnet den Weg zu der schrecklichen Welt Anti-Eternia und die Doppelgänger erscheinen. Anti-He-Man, Anti-Orko und Anti-Man-at-Arms. Dieses Mal scheint es keine Rettung für Eternia zu geben. Doch Skeletor ist zu weit gegangen. Die Waffe entgleitet seinen Händen und richtet sich gegen ihn selbst. Boah, und dieses Cover, auch das Beste aus der gesamten Hörspielreihe. Ja, es ist eine tolle Folge, einfach, wo wieder He-Man mit Skeletor zusammenarbeiten muss am Ende. Ja. Und ich finde, steht dieser Satz dort auch, wo eigentlich macht Skeletor He-Man ein Friedensangebot für immer. Ja. Und Man-at-Arms sagt, nein, du kannst immer nur gegen ihn kämpfen. Richtig. Ja. Vielleicht wären die da Friends Vielleicht geworden. Vielleicht wären die Big Bros geworden, man weiß es nicht. Hätten so irgendwann nur auf der Couch gesessen, hätten Videos gemacht. Ja, weißt noch früher, weiß noch wo früher. Ich dir den Arsch aufreißen wollte. Ja, aber du hast nie geschafft. Und hört euch das jetzt mal an, was Anti-Orko zu sagen hat in der Folge. O Orko aus dem Magierland, reich mir deine helfende Hand. Für euch an dieser Stelle öffne sich der Schlund zur Hölle. Richtig geil, ey. So eine Scheiße muss erstmal kommen. Scheint ein freundlicher Zeitgenosse zu sein, so direkt, ey, wie geht's? Schlund der Hölle. So ungefähr, weißt du? Nein, also wie gesagt, tolle Folge, toll, wirklich Hammer. Ja, und ich sehe hier gerade was. Wir leiten jetzt mal über zu deiner Folge 1. Welche ist das? Anti-Eternia, Freunde. Ja. Das war leicht, das ging schnell. Ja, absolut. Erinnerungen ohne Ende dran. Es gruselt einen immer noch zwischendurch, wenn die Zauberer da He-Man in den Bildschirm gucken lässt, ja, was da auf ihn zukommt. Ja? Vor allen Dingen, wenn Anti-He-Man sagt. Vor allen Dingen, wenn Anti-He-Man noch sagt, bei der Macht von Hölle Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Hölle Grayskull? Hölle Grayskull, sagt er wirklich, Jetzt lerne ich hier gerade was. Der sagte Hölle Grayskull. Hölle? Ich bin mir sicher, der sagte Hölle Grayskull. Aber warum soll er Hölle sagen? Bei der Macht von Hölle Grayskull. Aber warum soll er Hölle sagen? Die ist ja nicht hell. Ja, die Burg ist doch hell. Die ist doch genau das Gegenteil von... Ja, die ist ja engelsgleich. Ja, haut's in die Kommentare. Wenn ihr das wisst. Für mich war das immer Hölle Grayskull, nicht Hölle. Bei der Macht von Hölle Grayskull. So sagt er das doch. Das stimmt. Da müssten wir noch... Ihr hört euch jetzt an. Ganz genau. Und wir werden sehen, ob wir recht hatten oder nicht. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Bei der Macht von Hölle Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Ein Kampf der Giganten. He-Man, wie kann ich dir helfen? Halte dich aus, Orko.
Dies ist mein Kampf. Ja, ja, He-Man, kämpfe! Du bist stärker als er! Nein, das stimmt nicht. Wir sind beide gleich stark. Das Glück muss entscheiden. Ja, kommen wir nun zu meiner Folge Nummer 1. Meine Top-Folge überhaupt aus der Masters of the Universe-Line. Ganz, 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 ganz knapp hinter vor Anti-Eternia ist die Folge 34, Reich der Schrecklichen. Und da reicht's dem Schrecklichen. Wir gucken, was der Klappentext sagt. Da reicht's den Schrecklichen, genau. Auch eine Mega-Folge, auf jeden Fall. Snoutsport. Das Fünfteiler ist. Wir können starten, He-Man. Mossman und Buzz-Off sind in dem Hyperraum entführt worden und mit ihnen das Zauberschwert von He-Man. Grund genug für die Masters of the Universe, in dieses geheimnisvolle Reich vorzudringen. Gut, dass vorher niemand wusste, was sie dort erwartet, denn es ist das Reich der Schrecklichen. Mega geil fand ich bei der Folge, dass Orko wirklich im Hyperraum die absolute Kraft hat. Er ist der absolute Endgegner. Er macht sie alle fertig. Absolut. Und ja, dass sie das einmal so umgedreht haben und dieses Zeitgefüge da drin. Auch dieser Satma, auch richtig ja, gut. So. Er super. Ist der Herr über alles, auch über dich. Dann nicht, He-Man, hört ihn euch an, den Wurm. Ja, so. Ja, genial. Einfach Hammer. Nur eine geniale Folge und halt auch wirklich mit dieser Zeitverschiebung, die da stattfindet, ja. Wo Teela dann kurz da reingeht. Die haben so halbwegs Logik eingebaut, ja, wo die 5 Sekunden ist, dann kommt die irgendwie, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde wieder. Wir dachten, du wolltest so kurz, wie ich warte noch ein paar Sekunden da drüben, obwohl ich mich hätte dort länger aufhalten können. Und das ist wirklich so die Folge, die ich am meisten gehört habe, weil ich die auch atmosphärisch auch unheimlich gut finde. Vor allem auch das Lustige und das Sympathische an dieser Folge ist, finde ich, wo die sich da verstecken und diese Maschine da haben und die machen dann irgendwie die Tür ein bisschen auf. Dann haben sie Dragstor noch bleiben. Genau, aber da holt jemand Wein, dann hört man Dragstor rumpfeifen, ja, man hört so Weinflaschen, das ist einfach so sympathisch, so einfach lustig so und ja, und auf einmal kommt der näher, was geht denn hier ab? So, und dann sieht er das da alles. Ja. Und Snortsport vor allem, die Folge beginnt, wo er die Maschine baut, ist erstmal aufgefallen. Er alleine am Rumkloppen ist genau, und am Hämmern. Ja, in der einen Hand eine Hilfi, in der anderen Hammer und am Rüssel eine Säge. Man hört alles zusammen so. Man hört das ist Sägen und das Hämmern gleichzeitig. Ist halt Multitalent. Jeder Chef im Handwerk würde sich freuen, wenn er so einen ollen Elefant da stehen hätte. Ey. Hammergeil. Hören wir uns die besten Zitate aus der Folge noch eben an. Man at Arms, ihr Götter Eternias, was für Monsterwesen, das übertrifft alles, was ich je gesehen habe. He-Man, scheußlicher noch als das, was Skeletor aufzubieten hat. Ja, das muss ich erstmal toppen. Und Orko, oh, ich muss euch erst wohl noch beweisen, was für ein toller Zauberer ich bin. Also passt auf, oh Orko aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Ach, hier klappt das ja nicht so wie im Hyperraum. Machen wir lieber einen Flitzemann. Aber irgendwann erzähle ich euch mal, dass ich der größte Zauberer aller Räume und Weltraume, sogar der Hyperräume bin. Scheinbar wie immer. Da war wirklich der King of the Ring da drin. Absolut. Ne? Nur er konnte nicht beamen. Ja, richtig. Das ging nicht. Das ging nicht. Aber scheiß drauf. Dafür konnte er gut zaubern. Hat er auch selber gesagt hinterher. Ja. Das gibt ja dafür tolle Folge auf jeden Fall. Vor allem ja, diese Atmosphäre, wo die im Hyperraum sind dann und wo die den Spuren folgen, einfach auch genial. Plötzlich befanden sie sich nicht mehr in dem Kellergewölbe unter dem Schloss, sondern in einer düsteren Landschaft, in der es keine Pflanzen zu geben schien. Bedrohlich aussehende Kristallgebilde stiegen aus rötlichen Nebelschwaden auf, wie vielarmige, geisterhafte Gestalten. Riesige graue Vögel zogen über einen Himmel, an dem es keine Sterne, sondern nur schlangenförmige Lichtbahnen gab. Und unsichtbare Wesen schienen wispernd in den Nebeln zu hausen. Aber ich hatte jetzt wirklich bei dieser Top 5 stellenweise Probleme, muss ich ehrlich zugeben, ja, die einzelnen Folgen zuzuordnen, weil für mich ist das immer so eine Gesamtheit. Ja. Ich erinnere mich viel dran so, aber und ich kann teilweise auch die Folgen mitsprechen, so die Anfänge, ja, dann kannst du im Kopf, sprichst sie einfach mit. Aber wenn du mich dann teilweise fragen würdest mit der Story oder so, da musst du wieder überlegen. Wie war das jetzt nochmal so, die Zusammenhänge und so weiter, ne? Das ist schon, ja, ich sag mal, über die Jahre ist das alles irgendwie eins geworden. Absolut. Also so, ja. Ne?
von euch wollen wir natürlich wissen, was eure Top 5 der Masters of the Universe Hörspiele sind. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und falls ihr mehr solche Videos haben wollt zum Thema Hörspiele, halt so andere Sachen. Vielleicht wie die Flop 5 von den Masters, die am schlechtesten sind. Das ist natürlich noch schwieriger als das hier. Aber sowas, vor allem, genau, jetzt fällt es mir ein, das wollte ich dir gerade auch erzählen. Ich weiß jetzt leider nicht, welche Folge das ist. Aber die Szene, wo Adam am Klavier ist, das Lied der Helden von Eternia spielt. Ja. Und dieses Klavierlied ist ein klassischer Song von Wagner. Echt? Das Klavierstück nennt sich Am Kamin. Okay. Guckt's nach bei YouTube, Freunde. Mein Bruder hat das rausgefunden. Hm. Ja, ich denke, und ich habe dann das Original gehört, Wagner am Kamin. Das ist das Lied, das hast du sicher. Ja, ich denke mal, die haben sowieso viele Sachen aus dem richtigen Leben bedient, auch generell bei den Hörspielen. Ne? Wenn du da auch mal guckst mit diesen ganzen Vertonungen, wie die das machen. Ich war mal auf einem Live-Hörspiel von den 3 Fragezeichen. Da war dann da jemand, der diese ganzen Geräusche gemacht hat. Ey, Wahnsinn. Mit was für einfache Mittel teilweise. Ne? Mhm. Oder auch die Heike Diene, wenn sie sagt, macht sie bis heute, wie die diese Hörspiele da einspielt. Und ey, Das ist schon echt ganz, ganz große Kunst. Und gerade im Masters-Bereich, das ist bis heute die bestvertonte. Auf jeden Fall. Europa war Serie. Immer tolle Qualität. Wirklich, ja. Es waren wirklich, ich habe Jan Tenner als Kind versucht zu hören. Das war irgendwie total mega billig dagegen. Für mich gab es damals nur Europa. Europa und ist auch bis heute mein absolutes Lieblingslabel. Gibt nichts über Europa. Aber Jan Tenner habe ich über die Jahre auch lieben gelernt. Aber auch erst später. Also wenn du die jetzt nochmal hörst und wenn du dich drauf einlässt, so mit diese ganzen Abenteuer im Weltraum und diese Planeten, die bereisen und so, ist schon cool. Na, und da auch jetzt den Reboot, den habe ich jetzt auch angefangen. Die lebt ja wieder, die Antenna-Serie, und auch super liebevoll gemacht. Und auch da ganz, ganz großes Lob. Ne? Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, eure Top 5 Masters of the Universe. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt oder generell... Macht Vorschläge, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr gerne mal von uns sehen wollt... Außer irgendwelche, keine Ahnung, was wir jetzt nicht erfüllen können, aber irgendwelche Videos zu, keine Ahnung, Mask, zu Filmen, zu allen möglichen Nerd-Stuff. Flop 5 von den Masters, Top 5 von den Masters, was weiß ich. Unsere schlimmsten Sammlerstücke, unsere schönsten Sammlerstücke. Genau. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Wir können es auch nochmal machen, egal, ja, ist ein paar Jahre her. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Teilen nicht vergessen, kommentieren. Abonnieren, liken. Kampfmaschinen-Kanal besuchen. Der läuft sowieso. Der läuft 24/7, oder? Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bei einer neuen Folge. Ciao. Ciao.